Ja, seid erneut gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen immer noch Life is Strange Before the Storm. Ja, und wir sind auf dem Schulgelände, weil wir halt ein bisschen Geld besorgen sollen für Crank, ne? Wer halt noch nicht wusste. Jetzt habe ich bis hierher gespielt, weil als ich das Spiel gerade nochmal gestartet habe, da hat er mich halt... Oh, da fangen sie an zu bohren. Ich hoffe, das hört man nicht. Nee, da hat er mich halt auf dem Schulhof ausgesetzt. So, da musste ich nochmal mit Steph reden da drüben. Habe ich 1:1 so gemacht, wie ich in den Folgen gemacht habe. Also geantwortet. Ja, und jetzt habe ich aus Versehen, ich wusste nicht mehr, ob wir mit Samuel schon geredet haben. Oder Samuel. Ob wir mit denen schon geredet haben oder nicht. Ich habe den kurz angequatscht und dann habe ich das doch lieber abgebrochen. Ich war mir nämlich überhaupt nicht mehr sicher. Da müsste ich mir nochmal die... And that's the front door. Ja, na, das ist klar. Nee, da müsste ich mir nochmal ein Video angucken, aber nun ist egal, nur zu spät. So, ich wollte hier irgendwie, damit ich... ich weiß nicht, ob ich viel zu quer gedacht habe. Aber wenn ich den Sprenger sabotiere, dann kann ich wahrscheinlich... Was hat denn der Vogel da? Ein Nest? Nee, dann kann ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, dann geht Samuel dahin. Und wir können die Schlüssel uns einfach greifen. Ich weiß nicht. Die liegen genau da neben ihm, weißt du? Wir können doch mal mit ihm reden. Nicht mit Ivan, sondern mit Samuel. Ja, und wer den halt noch weiß aus dem, aus Life is Strange, der kennt es noch, wie er drauf ist. So total entspannt und ruhig. Und wenn man sich mit ihm unterhält, dann schläft man mal fast ein. Aber gut, wir nehmen es in Kauf. Wo willst du denn jetzt hin? Ich habe direkt vor deinen Füßen getippt, damit du da reingehst. So wollte ich das. Genau. So, gut, alles klar. Quatschen wir nochmal mit ihm, wenn es geht. Weiß nicht. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht versaut, indem ich schon mit ihm geredet habe. Eichhörnchenstatue. Nice work, Samuel. Ach, er ist am Schnitzen. Stimmt, er ist so ein Tierfreund durch und durch. Hier ist eine Tür, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht durch. Sehen. Such a nice white door. Though it feels like it's missing something. Was denn ein Schloss? Too bad I can't tag it with Samuel standing right there. Ja, der muss hier raus irgendwie. Deswegen irgendwas müssen wir machen, damit er da. Aber immer reden mit ihm wollen wir trotzdem. Bücher. Warte, ich gucke mir mal die Bücher an. Ich gucke mir die Bücher an. Ansehen. That's some intellectual shit, Samuel. Hab ich alles von keine Ahnung. Chaos-Theorie, die Bello Civili. Civili? Ignis Orvusque. Keine Ahnung. Wie gesagt, hab ich keine Ahnung von. Da bin ich zu dämlich für, um sowas zu wissen oder von davon überhaupt Ahnung zu haben oder zu verstehen. So, Samuel. Er ist schon die ganze Zeit dabei, da irgendwas reinzustellen wegen die Gartensprenger, aber ich quatsche ihn nochmal an und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was erreichen. Bezweifle ich auf jeden Fall. Prodigal Girl returns. What shall we talk about? Ja gut, vorhin hat er uns irgendwie anders angeredet. Er ist... verwundert, er hätte nicht gedacht, dass wir die heiligen, den heiligen Hain hier oder was, wie er die genannt hat, dass wir den nochmal betreten. Aber gut, jetzt sind wir nochmal hier, weil wir zu erledigen haben. So, über wen wollen wir reden? I'm, looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. He is? A great heart he has, with much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that too. No one is just one thing. Er ist so ein Menschenkenner, weißt du? Er guckt die Leute in die Augen und weiß ganz genau, was er für ein Typ ist. Hier unser Sportler, der uns fast auf die Fresse gegeben hat. Über den haben wir jetzt gerade was gefragt und er hat ein Herz, er ist so voller Liebe und so, weißt du? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, wenn er das sagt, über Rachel, was kannst du denn über ihr sagen? What do you think of Rachel Amber?
Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? Oha. Elliot? So, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. Und was will ich andere sehen lassen? Weil er kann ja nicht sehen, was ich verstecke, weil ich, ja, er kann er halt nicht sehen. Und deswegen geht mal eher davon aus, dass er mir sagt, was ich sehen lasse. Mal gucken. What do I want people to see? Someone strong and fierce, who does what she wants and doesn't care what others think. I don't care what others think. So, of course you do. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go, man. It's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. Ich hätte gerne deine Schlüssel, Alter. So, wir müssen aber jetzt weiter. Mal gucken, was da noch vorne abgeht. Da hinten ist noch die komische Statue. Können wir die nochmal angucken? Ja, können wir nicht auf dem Rasen laufen, glaube ich. Doch. Ja, komm. Hinlaufen. Drew's room definitely isn't this way. Ja, das weiß ich, aber dreh dich mal um. Boah, da oben ist ein Dachfenster, sehe ich gerade. Ansehen. Ein Totem. What are the chances that 200 years ago, some teenager got in trouble for carving faces all over that thing? Ja, glaube ich, das war damals vor 200 Jahren nicht der Fall gewesen. Obwohl, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie doll das bewacht wird. Ist der Sprenger, hier ist Even. Das heißt, wenn wir den Sprenger sabotieren wollen, dann müssen wir Even da erst weglocken oder so. Weiß ich nicht. Was versucht er überhaupt zu fotografieren? Den Sprenger oder die Schubkarre? Mal schauen. Hallo. Der Vogel wahrscheinlich, ne? Was wenn wir den wegscheuchen? Evan is an ass clown. You're not still upset about Evan that. Is an ass clown. Are aren't you supposed to be at home thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben schon übertrieben, als wir die Unterschrift da falsch geschrieben haben, ne? Nee, auf jeden Fall. Ich meine, lustig machen? Keine Ahnung. Wenn wir ihn damit hier wegkriegen, ja. Ansonsten, nee. Ich glaube, wir müssen einfach bloß den Vogel irgendwie loswerden, damit er ihn hinterher rennt, um ihn zu fotografieren, glaube ich. Keine Ahnung. Ich sage erstmal nichts. Chloe? Aha. I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. I've Was learned wäre? That if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You should have taken my petition seriously. Like anyone else did. Did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Soziale Fähigkeiten.
Ach so, mit anderen umzugehen. Glaube auch, oder? Wenn er mal bloß alleine ist und keine Ahnung. Da hat man ja gesehen, guck mal, der hat da so einen Aufruf da wegen Waldbrände und so. Und keiner hat da wirklich irgendwie seinen richtigen Namen irgendwie eingetragen, seine richtige Unterschrift, weißt du? Deswegen, keine Ahnung, wie hält keiner was von ihm irgendwie so richtig? Oder nimmt ihn keiner ernst? Denk mal, er braucht. Evan, you're pretty stuck up. Did you know that? It's fine. The first sign of greatness is people disliking you. Anyway, aha, you're not supposed to be here. You should leave. So, Vogel, jetzt geht's dir an den Kragen. Komm mal her, Vogel. Kann ihn nur ansehen? Was soll das denn? Ich stehe genau daneben und der bleibt da sitzen. Evan's subject for the day. Better you than me, Bird. Aha. Ich dachte, er wollte Dings fotografieren hier. Wie heißt sie? Rachel? Rachel wollte er und ihr ansehen. Blackwell Academy. Conserving water since never. Ja. So ist es. Scheiße, wie kommen wir jetzt an die Schleißschlüssel daran? Muss doch irgendetwas geben. Wir können... Ah, ich weiß. Wir kriegen ihn da weg, wenn wir den Gartensprenger anschmeißen. Dann kriegt er nämlich was ab und der Vogel fliegt auch weg und... Ja, aber irgendwie müssen wir das Ding einschalten. Dafür müssen wir aber Samuel da irgendwie wegkriegen. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Ob ich da irgendwas... Die Vordertür, ja, weiß ich. Dann nehmen wir uns den Schlüssel oder ab, fertig. Wir können ja sonst gar nicht später machen, glaube ich, ne? Einmal die Schlüssel. Schlüssel? Nee, geht nicht. Mann, Junge, was ist denn hier so? Wir haben schon mal die Dings sabotiert, die Gartensprenger. Da war ich hier vorne einer. Aber das war halt mit Zeitreisen, ne? Und außerdem wartet nicht Chloe. Der Schlüssel. Immer noch. Was auch sonst. Looks like my options are become a master lockpicker or swipe someone's keys. Ja, da gibt es leider nur eine Möglichkeit, wem wir den Schlüssel nehmen. Oder ihn? Nee, ich glaube, der geht gar nicht, ne? Komm, wir gehen jetzt mal dahin und dann gehen oder laufen. Sind wir schneller. Ja, und dann schauen wir mal, was wir da alles Stibitz kriegen. Vielleicht so eine Brechstange oder so. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Bingo. Nicht nur ansehen. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Ach, jetzt habe ich die Möglichkeit dazu, überhaupt irgendwas zu machen, oder? Warte mal. Kann man hier irgendwo Wasser anmachen? Dass der einfach losgeht? Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo einen Wasserhahn finde oder so. Irgendwo an der Hauswand oder so, dass ich einfach bloß Wasser aufdrehe und dann geht das Ding los. Oder ich guck mal hin, vielleicht gibt es ja jetzt noch irgendwelche Optionen, die ich vorher nicht hatte, weil... die Tür habe ich vorhin nicht probiert, was ich aber in der letzten Folge eigentlich gemacht hatte. Weißt du, also ich musste ja bis hierher wieder hinspielen und wahrscheinlich gibt es jetzt andere Möglichkeiten. Nee, hier nicht. Der Vogel leider auch nicht. How can I get Samuel away from his keys? Hier. Achso, Vogelfutter. Na gut. Wasser einschalten. War hier drin nicht irgendwas? Ventil oder so? Nee, ne? Tür, Eichhörnchen, Samuel, den können wir nur noch ansehen. How do I get Samuel out of there? It looks like he's working on the sprinklers. Jetzt gibt's hier auch nichts weiter, ne? Können wir nur ansehen, können wir alle nur ansehen. Können wir nicht benutzen, nicht mal die Schlüssel. I need a way to distract Samuel. Ja, aber wie? Oder ich frage mal Dings hier, ob sie irgendwie Samuel ablenken kann. Vielleicht kann sie mir helfen.
Aber eigentlich müsste sie auch einen Schlüssel haben dafür, oder? Also Steph. Und hier ist noch einer, glaube ich. Ja, Gartenspringer. Aber, nee. Da ist nur eine Bank, aber nichts weiter. Notizen. Durchsehen? Komm, Steph, kannst du mir helfen? Ich kann gar nicht. Looks like Samuel's still working on the sprinkler system. Ja, ich versuche ja schon. Ach, halt, halt, halt. Was ist das denn? Ach so. Ja, stimmt. Habe ich jetzt auch nicht nochmal gelesen. Ich hoffe, das hat jetzt gar keinen Einfluss darauf. Nochmal reden. Vielleicht kann sie mir helfen. Tempest, right? Nein, wir können nicht irgendwie Dialoge führen. I'll see you at the Tempest, right? Ja, aber, weiß ich nicht, aber, ich suche eine Möglichkeit. Nur einen Mülleimer. Was ist denn hier los? How can I mess with the sprinklers? Ja, leider nichts. Oha, jetzt habe ich nasser Zement. Was, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Was passiert denn? Oh, Graffiti. Na los. Die Gelegenheit müssen wir nehmen. Ein Stöckchen. Und das bleibt für immer. Das ist halt eine gute. Kriegst du nicht einfach mal weg? Lass die Hoffnung fahren. Vom Sturme getrieben. Ich denke mal Sturm, das passt besser zum Sturm. They're just too high risk. Nice. Okay. Nochmal ansehen. I always knew that wusste immer, dass das eines Tages einen beliebigen Eindruck an der Schule hinterlässt. Was ist der bleibende Eindruck, den ich hier bei... Ich denke mal, ich habe schon genug bleibende Eindrücke hinterlassen. Da liegt noch irgendwas auf dem Fußboden. Das ist auch wieder Vogelfutter, ne? Nein. Ein Totem-Poster. Also kein totes Poster. Du sollst da hingehen. Was ist denn mit ihr? Max would have jumped on that photographer position. Ach so, das sind die... Ja, okay. Ich glaube, das haben wir schon auf dem Parkplatz gesehen, ne? Ja. Da haben wir auf dem Parkplatz schon gesehen. Und da hat sie genau denselben Kommentar von sich gegeben. Daher ist mir gerade aufgefallen. Ivan. Sprenger, ich muss den Sprenger irgendwie. Come on. If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. Ja, aber ich krieg Ivan nicht weg hier. But Evan is right there. Gut, dann muss ich ihn jetzt nochmal anquatschen und beleidigen. Es geht jetzt nicht anders. Ich habe versucht, freundlich zu bleiben, aber leider nicht. On campus, Chloe. Ach, come on. Evan would follow that bird off a cliff, but I'd settle for away from the sprinkler. So. Der Vogel, mit dem kann ich auch nichts machen. Nicht in... Doch, kann ich. Oha, gut. Okay, let's go. Erschrecken. Das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Hey! Shit. I wanted you to go the other way. Like, as far as possible, the other way. Okay, dann nochmal. Tippen, um den Vogel zu erschrecken. Jetzt sitzt er wieder da vorne. Aber da vor... Warte mal. Ich muss gucken, wo die ganzen, Körnchenhäufchen liegen. Guck mal, da hinten ist nämlich auch einer. Körnchenhaufen. Und da ist auch einer. Ich glaube, ich mach mal so. Nee, jetzt sitzt er da wieder rum. Und egal, von welcher Seite ich ihn jetzt erschrecke... Nein, falsche Richtung. Obwohl, ja doch, richtige Richtung, aber ich kam ja eigentlich von dieser Seite hier. Ja, gut. Jetzt sitzt er da wieder. Das heißt, wenn ich jetzt von der Seite komme hier, dann müsste er dahin fliegen, glaube ich. Da ist einmal ein Vogelhäufchen, also ein Körnchenhäufchen oder da auf der anderen Seite. Okay. Und tippen. Zack. Jetzt ist richtig. Jawohl. Here we go. Ah, hier bleibt er immer noch sitzen. Ich kann von hier aus nichts machen. Da hinten ist nur ein Flyer, ne? Ich hätte ihn gerne dahin. Ich weiß nicht, ob das okay ist.
Warum bleibt er auf jeden Fall hier sitzen? Ich verstehe dich nicht. Ja. Zuschlagen. So tempting, but Evan will see me for sure. And he sounds like he's in the mood to get me in trouble. So, dann nochmal den Vogel hier bitte. Ja, jetzt ist er weg. Auf den Totem. Nice. Perfect. Bleib genau so da sitzen. You're welcome. Gut, jetzt ist er endlich weg. Dann kann ich den hier, den Sprenger. Junge, ey, was für eine Aktion, oder? Zuschlagen. Alter Verwalter. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... Ja, aber... That works. Ist komplett zerstört, also ich glaube nicht, dass er da irgendwie was machen kann, wie er einfach mal rennt, oder? Ach ja. Verhalte dich so unauffällig wie möglich, sitz auf der Bank. So, gut, dann holen wir uns jetzt mal den Schlüssel und dann gehen wir rein. Laufen, laufen. Nehmen. Natürlich. Sorry, Samuel. Ja, schade. Alright, time to find Drew's room. Und hier rein. Zum Glück gehen auch nur der eine Sprenger los. Und nicht alle. Weil sonst hätte mich Steph auch noch was abgekriegt und die hat da irgendwelche wichtigen Unterlagen. Keine Ahnung, irgendwie was für sie wichtig ist und das hätte ich, will ich nicht unbedingt. Oh nein. Chloe? Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get suspended? Weiß ich nicht. Einen Freund besuchen oder geheime Mission, aber mit ihm kann man ja quatschen, ne? Das ist halt das Gute. Ich bin auf geheimer Mission. I'm on a secret drug-related mission, Skip. Under the authority of the Arcadia Bay District Attorney's Office. Really? No. Dude. I'm just visiting a friend. Okay, ist eigentlich scheißegal, was ich da erzähle. I can't. I really can't just let you go in. Ja, in Sadness Willen, Samuel sagte, es ist okay. Dann geht er zu Samuel und sagt, fragt nach, oder? Komm, ich diskutiere. Ich gehe da jetzt rein. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact. I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Ja, na gut, gucken wir mal. What's my official business? Frauensache. Women's business, Skip. As in my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. No, it's my job to ask, Chloe. That's not cool, Skip. You realize that, right? Chloe, I just have this feeling like you're up to... Wait, you talked me into letting you into the bathroom this morning, and then you tagged the entire friggin' place. What? No, fuck it. Glaube ich hab's versaut, oder? Wells raked me over the coals for that. Time to go. Or what? What are you gonna do, Skip? Because unless you're prepared to drag me off this campus, I'm going inside. Chloe. Enough. This is my job. Just go. You have never respected me. Die großen Pausen dazwischen immer. All your smug little classmates. I am so tired of being shit on by high schoolers. You know what?
I'm done. I'm done with this stupid rent-a-cop job. Just do whatever the fuck you want, Chloe. Whoa, Skip. Matthews, I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Ob ich weiß, wer das ist. That's funny. Because I've gotten reports about how your head is really far up your ass. What did you just say? Damn. Skip really lost it there. Oh, Frank. Alright. Time to find Drew's room. Ja, ich bin ja dran. Wie geht's? Hast du schon gefunden? Entspann dich, Mann. Das waren gerade mal 5 Minuten. Ach, sind schon 20? Ich hab gar kein Zeitgefühl mehr. Beeil dich. Ja, ich bin schon dabei, Junge. Gut, wir gehen da jetzt rein. Skip hat gekündigt jetzt, ne? Wahrscheinlich kriegen die jetzt einen neuen Aufseher. Security-Typen. Keine Ahnung, mal sehen. Aber wir gehen da jetzt rein. Ja, aber in der nächsten Folge, oder? Oder wir gehen da rein? Time to get to Drew's room. Nee, komm, in der nächsten Folge gehe ich da rein. Ist so. Gut, dann schönen Dank fürs Zusehen bis hierher. Wir haben getan, was wir konnten. Es hat nur mal so lange gedauert. Es waren wirklich 20 Minuten, fast in Real Life. Ein bisschen mehr, aber gut. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.